Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Und ja, es ist dir wahrscheinlich aufgefallen. Irgendwie bin ich da nicht so glücklich mit. Ich gehe mit Swordcraft. Es ist ja vielleicht aufgefallen, dass ich in der letzten Folge, dass ich die letzte Woche nicht sonderlich, also dass die letzte Woche sehr mager war, was die Videos angeht. Beziehungsweise, dass das letzte Video jetzt zumindest aktuell noch in Planung am Freitag erscheinen wird, das nächste Video wieder, also gestern. Summon Thief und Gifted Rust, Summon 2 instead, das ist eigentlich ziemlich gut. Aber ich denke, dass ich die hier auch sehr gerne mag. Okay, dann nehme ich doch mal die hier. Shield Phalanx ist immer sehr gut, habe ich festgestellt. Oh! Das ist doch mal sehr nett. Super Sage Spöter ist natürlich ganz nett. Aber ich denke, ich gehe mit Vagabond Lizard. Outlaw Gunner. Das ist eigentlich nicht schlecht. Damit gehe ich dann mal. Vielleicht hätte ich doch auch Arthur nehmen sollen. Nobles, Selfless Noble ist zwar in Ordnung, aber... ich denke, dass ich mit denen hier gehe. Ja, ich denke, ich sollte aber jetzt mal langsam mich nach Late-Game-Karten orientieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber ich denke trotzdem, dass ich nochmal hier mitgehe. Stone Merchant, dann nehme ich einfach mal die hier. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich hier nicht so sonderlich quasi vorankomme, was die Karten angeht. Sammeln, das ist natürlich nicht... ja. Irgendwie bin ich nicht glücklich damit gerade, mit dem, was ich hier habe. Okay, Level Beastmaster nehme ich dann nochmal mit. Ich nehme Ayaska Warhawker. Also ich habe viel Early, ich habe viel Low-Cost-Karten. Ich weiß nicht, ob das so optimal alles ist. Ich weiß auch nicht, ob ich dementsprechend den Card Draw da drin habe, leider. Das ist auch etwas, was ich nicht so gut finde, aber hey. Es ist so, wie es ist. Gut. Ja, diese Woche war ja etwas mager, was die Videos angeht, die ich hochgeladen hatte. Das hatte technische Gründe, also ich hatte technische Probleme gehabt. Zudem hing ich bei meinen Eltern fest, weil ich über das letzte Wochenende bei meinen Eltern war und dann aufgrund der Wetterlage nicht wieder wegkam. Und somit hat sich das dann alles etwas, ja, alles etwas sehr stark verzögert, das Ganze, sodass ich... dass diese Woche einige Videos ausgefallen waren, die ich halt schon zum Großteil aufgenommen hatte, aber halt noch nicht gerendert hatte, muss man dazu halt einfach sagen. Gut, ich spiele dann den. Ich hoffe, dass ich jetzt eigentlich noch einen weiteren Officer kriege. Oh, schade. Okay. Du bist kein Officer, du bist einfach nur... ich nenne es mal Neutral. Da kann ich dich auch ohne Probleme spielen. Damit komme ich klar aktuell. Okay, ich denke, ich mache jetzt tatsächlich das.
Ich dachte, die haben dann dasselbe, was da kommt, aber hey. Egal, dann kann ich den quasi im nächsten Zug spielen, den mache ich da mal. Die Frage ist... Ja komm, ich spiele das Amulett. Ah, das ist natürlich ärgerlich für mich. Aber wird den da reintraden? Dann hat der... Die Möglichkeiten, die ich habe, sind sehr breit. Ich denke, ich fange einfach mal hiermit an. So, jetzt finde ich gerade ein bisschen sehr sch... Das Problem ist, es ist nicht so, es ist alles nicht so optimal gerade für mich. Also damit, den mache ich da schon mal, damit der halt weg ist. Und die trade ich auch einfach weg, damit das halt schon mal weg ist. Ich kann theoretisch nächsten Zug Nightclad Assassin spielen, damit dürfte ich im Grunde alles einmal killen können. Den can't attack etc. Oh. You complete me. Lots of bones, but make it fashion. Es ist nervig für mich. Das ist sehr, sehr nervig für mich. Gut, ich bin Nightcat Assassin und hau den da oben rein. You've tormented this city for too long. Behind you. I must restrain myself. Die Frage ist, wenn ich den jetzt einfach return random die X mit another ally and then. Okay. Damage to an enemy or ally and then experiment to the swallower. X equals the swallower's attack. Y equals the attack of the... Ah. Ready or not? Oh, honey, those bones with that... Oh, fuck it. Ey, das wird sehr unangenehm werden. Oh, nee. Also ich kann den hier spielen und evolven. Dann... Dann bin ich bei 9. Aber das bringt mir nichts, weil... Nee, ich bin tot. Ich spiele den und bin dann tot. Da hatte ich keine Chance gehabt. Ich hatte keine Karten, womit ich das Feld irgendwie vernünftig wegbekommen konnte. Das war das Problem. Ärgerlich. Das war wirklich jetzt sehr ärgerlich für mich. Naja, ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt in diesem Match besser abschneiden werde.
Und in dem Match darauf hoffentlich auch. Zumindest vom Level her könnte das ganz gut sein. Aha, interessant. China. Hm. China ist ja auch so ein, ich nenne es mal, Problem für sich. Hm. Oh, das ist tatsächlich ganz gut. Stone Merchant. Think strong and carry on. Hm. Okay, das ist. May the forest be at peace. Es ist nicht so gut jetzt gerade. Hm. Damit bin ich jetzt nicht so glücklich. Grand Auction, das Karte, Karte, Grand Tour, Karte. Hey, let's play! Hey, let's play! Gut, dann fange ich mal damit erstmal an. Damit habe ich dort halbwegs quasi was auf dem Feld. Okay, das wird. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ätzend für mich. Andererseits, gut. Dann spiele ich Schild verlangt. Spiel den. Evolve den. I'll show you what chivalry is all about. You've been training hard for this day. What you hiding? So. Das war doch gar nicht so schlecht dafür. Keiner von denen ist ein Commander, leider. Hm. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass er jetzt versuchen wird, den hier wegzubekommen, weil der kann ihn ziemlich hart auf den Senkel gehen. Aber das Ganze hat schön mein Rally-Count nach oben gebracht. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Hm. Er wird den hier definitiv traden. Oh, mit dem wird er dann Face gehen und mit dem anderen traden, gehe ich von aus. Okay. Dann tradet er den, ja. We'll do this together. We won't give him an inch. It won't be long now. The important thing is that you can follow my lead. Hm, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also, ich nehme den, weil der wird gebufft. Daher nehme ich den. Das war der einzige Grund dafür. Arschloch. It's time to retreat. Hey, let's play. Das war schon mal etwas sehr nervig, aber nun gut. Ist halt so, wie es ist. Ich denke, ich evolve den jetzt tatsächlich. So.
Nächsten Zug kommt definitiv der hier. Mit Kombination wahrscheinlich mit dem oder mit... Obwohl, der ist Commander. Der hier ist Officer. Das ist doch eine sehr geile Kombi. Das würde ich definitiv noch machen. Also er kann theoretisch den hier traden, aber... Damit hat er dann auch sein Evolve, was man das so machen würde. Ich habe gerade eigentlich relativ gute Chancen, das Ganze unter Kontrolle zu halten. Vor allem, weil ich den ja auch kostenlos evolven kann und mit den Exterminators-Weapon, die ich dann habe, kann ich halt auch noch zwei Enemy Followers destroyen. Und wenn die Exterminators-Weapon kaputt geht, okay. Sehr interessant. War is a drama of life and death. All right, troops, get ready for war. I could watch this all day. You are done for. War is the most sacred act. Der hat jetzt nicht Exterminators Weapon auf der Hand bekommen, oder? Das weiß ich gerade nicht so genau. Ich glaube aber ja. Wenn ja, dann wär's scheiße. Wow. Fuck mit Grand Auction. Shit, ich glaube, er kann mich quasi killen. Durch Exterminators Weapon beispielsweise und Stone Merchant, weil Grand Auction kann er ziehen. Scheiße. Ist doch ätzend. Okay. Bullet Bike. You've tormented this city for too long. Behind you. Damit bin ich jetzt gerade nicht so glücklich mit der Situation insgesamt, aber Zumal er gleich gewonnen hat. Scheiße, ich habe verloren. Das ist meine Befürchtung gerade, dass ich das nicht mehr vernünftig drehen kann. Oh, das ist tatsächlich nochmal... Das ist tatsächlich nochmal gar nicht so scheiße jetzt für mich. Der wird den traden. Damit komme ich klar. Gut, fange ich erstmal damit an. Mache ich die beiden da mal weg. So. Es wird jetzt sehr eng werden, alles für mich. Wenn er irgendwas hat, womit er schnell Karten ziehen kann, bin ich am Arsch. Wenn er jetzt hier nichts auf dem Feld mehr wegbekommt, dann habe ich hingegen gewonnen. Okay, damit komme ich klar. Der wird dann den Daring traden, gehe ich mal sehr stark von aus. Ja. Scheiße.
My treasure sense is tingling. Darn it! I won't lose next time. Scheiße, ey, das ist doch ätzend für mich. Who'll be my victim today? How about a stone for the road? Great shield gefunden. Es ist ätzend. Are you worth your weight in gold? That's some decent loot. Ach, scheiße. Ich hab verloren. Fuck. Jetzt würde ich den nächsten spielen und ich hab verloren. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend, ey. An exemplary battle. Das ärgert mich echt extrem. Ich hatte die perfekten Karten für ihn. Verdammt. Das war wirklich bitter. Ich hatte die perfekten Karten für ihn, dass er das machen konnte. Bisher kein Sieg. Es ist echt ärgerlich. Okay, vielleicht kann ich das wenigstens gewinnen. Oh, mir fällt gerade auf. Cool. Das Schlachtfeld aus dem ich nenne es mal Event ist das. Das ist ja cool. Das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Starthand. Muss ich ja ehrlicherweise sagen. Naja, könnte ein bisschen besser sein. Ich hätte nämlich gerne was ich vernünftig spielen kann. Dazu zähle ich die gerade nicht. Okay, dann spiele ich den, damit ich halt was zum Spielen habe. Okay, den würde ich aktuell da reintraden. Den würde ich da immer noch aktuell reintraden. Okay, ich kann den gleich spielen. Schade. Dann mache ich so. Damit war ich nicht glücklich, aber hey. Ich kann nächsten Zug Mordred spielen und evolven, damit kriege ich den weg. Zumindest. Aktuell sieht's mäßig aus. Okay, das ist für mich in Ordnung, tatsächlich. Das ist ja sogar noch mehr in Ordnung für mich jetzt. Oh. Okay. Ich spiele dich. Damit bin ich jetzt bei Count 4, dich evolve ich. Einfach aufgrund des Buffs.
Damit ist der jetzt bei Rally 5 und der macht die da einmal weg. Weil das hier ist echt nicht zu unterschätzen. Plus 1 und alle, für alle Officer im Deck ist echt nicht zu unterschätzen. Damit muss ich noch aufbewahren. Obwohl, ich kann die beiden spielen. Whenever an Allied Officer comes into play, dazu zählt ja auch das. Okay. Dann wird den machen und dann wird der gebanished werden. Ja. War klar. Gut, dann spiele ich in dem Falle jetzt einfach mal den. Und belasse es mal dabei. Okay, interessant. Also das Schöne ist dabei, dass ich halt... Ich habe das ja extra so gemacht, damit der... Gut. Ja, damit warte ich dann einfach nochmal. I'll show you what chivalry is all about. Let hope shine on. Ah, komm, und ich spiele dann den. So. Das war jetzt für mich gar nicht so schlecht. Ja, damit komme ich klar. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber ich habe auch noch den. Und ich habe ja auch noch den hier. Er wird den dann traden, damit der hier gebanished wird, definitiv. Oh. Sehr interessant. Sehr interessant. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wieso, aber hey. Okay, dabei belasse ich es dann jetzt erstmal. Also aktuell bin ich defensiv sehr gut aufgestellt, muss man sagen. Ich habe auch noch einen Rampaging Rhino, womit ich, falls ich jetzt einen großen Mob spielen könnte, das sehr gut aus dem Spiel nehmen würde. Okay, das ist... Ja, okay. Komme ich mit klar? Komme ich auch mit klar? Das ist jetzt ein bisschen nervig, aber hey. A random enemy follower or amulet. Das ist natürlich das Nervige dabei. Ich spiele jetzt. It all ends here.
War is the most sacred act. It's a miracle. Das war mir klar, dass das so passieren wird. Are you worth your weight in gold? I still got far to go. So. Also, er kommt irgendwann an den Punkt, wo er aus keine Karten hat. Aktuell habe ich okay, der Vorteil ist. Oh. Ich wollte jetzt sagen, der Vorteil ist, er kann den nicht evolven. Schade. So viel zu dem Vorteil, den ich hatte. Ah. Sehr interessant, er wird jetzt den da. Oh. Schade. Ich könnte ja glatt. Hold down the fort. Ich mach mal den so. Mit dem mache ich die beiden. Darn it. I won't lose next time. Has been pierced. The uncharted desert awakes. Und dann habe ich es mal so erstmal. Nightcat ist das, dann habe ich dann für die nächste Runde ganz gut. Das heißt, er hat die zumindest günstiger bekommen noch. Das ist natürlich erstmal nicht so optimal für mich. Also eigentlich dürfte er doch... Also wenn er den jetzt hier reintraden würde, dann könnte er doch mit denen sicherlich nochmal angreifen, oder irgendwie gerade. Ja. Okay. Oh, fuck you. Let me handle this. Moonlight. My loyalty is ironclad. Okay, ich fange dann damit erstmal an. You're done for. You will find no rubbish in my court. Das Problem ist jetzt. Kriege ich jetzt dadurch? Nein, kriege ich nicht. Schade. Ich hätte eigentlich hier den Rush gebraucht für von. So, dann muss ich den da reintraden. Es ist halt nicht gut gerade. Ich hänge halt wieder hinterher jetzt. Das ärgert mich halt wirklich. Der Vorteil ist, er hat langsam auch kaum Handkarten. Nachteil, er bekommt halt hier immer wieder. Grand Auctioneer kommt. Oh, das ist tatsächlich ganz gut für mich. So.
Dadurch habe ich jetzt nämlich relativ gut die Board Control. Ich habe immer noch den hier. Falls er einen großen spielt, kann ich den killen. Okay, damit wird er den killen. Das Ärgerliche ist halt, ich muss eigentlich hoffen, dass ich mit dem den dann treffe. Und falls aber kann ich den dann immer noch da Face Front reinjagen. Aber trotzdem wirklich glücklich bin ich damit nicht. Komm bitte, bitte. Ach, schade. My armor has been pierced. So. Ich weiß, ich hätte mit denen auch face gehen können, aber ich habe mir gedacht, dass das die klügere Wahl ist, dort den... Okay, Jetzt wird's natürlich sehr, sehr... Oh. Das heißt, die dürften doch jetzt eigentlich den... Schade, den doppelten... ...haben, dachte ich. Fuck. Damit habe ich verloren. Damit habe ich, glaube ich, verloren. Scheiße. Ja, ich habe verloren. Der hat nur... Der Effekt ist nicht stackable, oder? Er kann... Ja, scheiße, ey. Hätte der Effekt gestackt, dann hätte ich gewonnen. Oh, das ist ärgerlich. Ja. Wir haben keinen Sieg bisher davon getragen. Shit. 2 Matches haben wir noch übrig. Irgendwie läuft es nicht so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.